Rückenschmerzen sind inzwischen zu einer wahren Volkskrankheit geworden. Am Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz an der Asklepios-Klinik Lindenlohe finden die Betroffenen Hilfe. Die Spezialisten um Chefarzt Dr. Konstantinos Kafschitzas diagnostizieren und behandeln Leiden der gesamten Wirbelsäule. Das Behandlungsspektrum reicht dabei von konservativer Therapie bis hin zur Operation. Die Wirbelsäule ist ein heikles Thema. Man möchte ja nicht sofort an der Wirbelsäule operiert werden. Wir sind ja auch nicht ausgerichtet, nur operativ ausgerichtet. Natürlich können wir das operative Spektrum im Bereich der gesamten Wirbelsäule halt anbieten. Aber natürlich möchten wir auch, wenn es geht, Operationen vermeiden. Weil Operationen im Bereich der Wirbelsäule oder im Allgemeinen Operationen sind etwas, was die Patienten das ganze Leben verfolgt. Chefarzt Dr. Konstantinos Kafschitzas ist ein ausgewiesener Rückenspezialist. Vor kurzem hat er das begehrte Masterzertifikat der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft erhalten. Damit ist er einer von nur rund 200 Medizinern in ganz Deutschland. Marco Wödel, der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik Lindenlohe, ist stolz darauf, einen derart hochkarätigen Wirbelsäulenexperten im Haus zu haben. Der Klinik ist es sehr wichtig, die Qualität auch immer wieder von externen und unabhängigen Institutionen bestätigen zu lassen. Ich denke, es ist nicht das Wichtigste für den Patienten. Ich denke, das Wichtigste ist, dass der Patient sich gut aufgehoben fühlt, dass man erfahrene Ärzte anbieten kann. Aber sicher hat es eine gewisse Wichtigkeit, wenn der Patient dann sich selber mit dem Thema befasst und schaut, welche Kliniken für ihn in Frage kommen. Das ist doch ein wichtiges Auswahlkriterium inzwischen. Und es ist schön, wenn man diese Zertifikate als Qualitätsnachweis vorhalten kann. Wichtig für eine optimale und erfolgreiche Behandlung ist eine genaue Diagnose. In Lindenlohe arbeiten daher Spezialisten der verschiedenen Fachbereiche zusammen. So können alle Krankheitsbilder umfassend behandelt werden, die genaue Herkunft der Schmerzen lokalisiert werden. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, im Rahmen des Wirbelsäulenzentrums auch die Kompetenz des Endoprothesenzentrums aufzugreifen, wo wir dann auch diese Statik in einem interdisziplinären Sinn sehen können, beurteilen können und entsprechend behandeln können. Das ist auch sehr wichtig, weil im Endeffekt ist es so, dass jede Knieproblematik auch auf die Wirbelsäule sich projizieren kann. Lässt sich eine Operation nicht vermeiden, kommen mikrochirurgische und minimalinvasive Methoden zum Einsatz. Beispielsweise bei Skoliosen bei Kindern, dem Ersatz von erkrankten Bandscheiben oder degenerativen Erkrankungen. Nach einer Wirbelsäulen-OP werden die Patienten an der orthopädischen Klinik Lindenlohe von Physiotherapeuten direkt bei ihren ersten Bewegungen betreut. Eine Reha schließt sich an.